Ein Drachen. Du, 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 du. Mensch, da wäre ich mit Bridge Constructor war schneller gewesen. Oh, hier ist eine Truhe. Eine offene. Toll. So, guten Tag. Ich wollte hier mal eine Schüssel beigucken. Ich hab's, gucken. Die Brücke unten. Schrein noch göttlichen. Guten Tag. Was ist jetzt los? Das ist leer. Ich baue noch ein bisschen. Wieder ein Knochen los. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Kiste, 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 Kiste. Ein Sack. Ein Sack ist keine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Eine Mine, eine Mine. Kiste, Kiste, Kiste. So, ich hab ihn auch tot jetzt. Muss ich den jetzt hin? Ach, wieder zurück? Mhm. Yeah. Oh, jetzt sind der Gegner. Der kommt gleich, sobald du da die Schale anrührst. Nee. Ich mein, Gegner ist so komische Gespenster. Noch ein Ding hab ich schon dort. Oh, ich bin auch gleich dort. Aber es geht noch. Ich bin durch. Feuchte Korridore, hagelnde Wände, übler Geruch. Dieser Ort hat alle Vorzüge eines Bordells in Riften. Das muss ich bitte? Für euch wie Heimat anziehen, Titanenkind. Ach, der spricht hier vom Bo... Mit den verrotteten Leichen von inzüchtigen Königen und gescheiterten Staatsmännern. Gestorbene Nase. Fast über einer Familienfeier der Tarns. In den Sommermonaten ist es viel angenehmer. Screen. Ach, schön. Das muss ja auch manchmal sein. Ja, ja. Huch, was soll ich denn jetzt machen? Und jetzt? Hallo? Ach, da muss ich lang. Dicken Murch. Hä, da wo bist denn du? Ich bin... Ich... hab keine Ahnung. Weil Asko und ich sind im einen Raum. Und vom letzten, Folterkammer des Gewölbes. Seid ihr etwa vor mir schon? Wahrscheinlich. Ja, eben bist du gerade reingelaufen. Ja, das sehe ich dich. Habt ihr den Zwischenraum gar nicht gehabt? Sehe ich gar nicht. Den Zwischenraum. Was für ein Zwischenraum? Ja, los, gehen wir rein. Erbärmliche Bemühungen werden nicht erfolgreich sein. Oh Mann, die Anläden! Ich schwöre bei Stendars Gnade und dem Schwert meines Vaters, ihr werdet nicht gewinnen, Manni Marco. Bald werdet ihr die Größe meiner Macht erkennen und euch vor mir verneigen. Der Silvina, König, Farid, im Kampf? Wo kämpft es denn? Durch die Macht des Amuletts der Könige werde ich verwandelt werden. Alle Nationen Tamriels werden sich vor mir verbeugen. Sie werden mich anbeten und um meine Gnade betteln. Alle werden den Namen Manni Marco als ihren einzigen wahren Gott kennen. Ihr niemals durch, Manni Marco. Wir werden euch zum letzten Atem. Ja, wir bin hier noch. Aber meine alten Freunde, versucht doch, mich aufzuhalten. Das habt ihr gemeint. Immer mehr. Ja. Und noch ein Knochenkoloss kommt auch noch. Oh, wie schön.
Der ist schon hochgeflogen. Hey, guck mal, da kommt ein Ball. Huch. Ich mag die Vulkanrunde, die ist mir so schön explosiv. Und meine Spülende. Zu früh. Mach ich später. Ja, ich hab ja noch. So. Hab's fertig. Betrete das Gewölbe der Königin. Seid ihr fertig? Ey, ne? Du kämpfst noch, oder? Ich bin noch fertig. Ich bin fertig, aber doch. Steh vorm Tor. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Ich stehe auch vom Tor. Oh, lalalalalala. Hey, Moon! Alter. Mach doch meinen Stress. Macht nicht Spaß. Der Helmut ist ein richtiger Bühnenräumer. Sehr schön. Der Knochenklose ist auch kaputt. Ja, dann kannst du weiterlaufen. So, ich habe auch bald ein Level. Oh, wo muss ich hin? Da? Da. Betrete das Gewölbe der Pränische. Machen wir mal. Ich habe da mal reingelaufen. Wo denn? Ah, hier. Nun, es wird nass. Mit der Hand. Schnell, müssen wir auch noch. Na, ja, ich weiß. Komm, wieder duschen. Naja, muss ja sauber sein, ne? Jetzt... Richtig. Rein? War das gerade die Kneipkugel? So, sei. Sprech mit Sai Sahan. Die Tür zum Gewölbe der Könige. Und was muss ich tun? Die Schreine wurden in Stendars Namen geweiht. Ach, du musst einfach einen Ring müssen wir und dann den Ring von Stendars Gnade einsetzen, um die Gewölbetüren zu öffnen. Wie? Stellt euch in den Zauberkreis und zeigt mit dem Ring auf die Türen, um den Schutzzauber aufzuheben. Die Türen sollten sich weit öffnen. Ich bin bereit. Ach nee. Oh, jetzt lädt er mich schon wieder ein. Öffnet die Gewölbetür? Da ist ein Freund von uns. Gut. Ring von seiner Gnade. Mhm. Ich wünsche euch viel Spaß. Seht, ja. Ich kann es Manni Marco. Ich habe euch gesagt, dass ich den Schutzzauber brechen würde. Und nee, jetzt oder? Werde ich 149.000? Mal gut, dass ich meinen Bonus gerade benutzt habe. Na gut, dann fang da mal an. Ja. Und der Portal sieht so schön. Ach, ist das toll. Aber der macht nicht viel Schaden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Spoiler. Ja, ich mach's das versteck schon. Versteck mich erstmal hinterm Rosenbusch. Brauchst du nicht. Wo sind die anderen? Kommen die auch mal? Ja, die kommen. Ich hab sie mittlerweile dabei. Och, der macht ja nicht viel Schaden, das geht ja noch. Das sag ich, das macht nicht viel Schaden. Dafür spawnen da gleich ganz viele Viecher. Ja. Wo ist er denn überhaupt? Ach du Scheiße, das hält ja gar nicht mehr auf an Viecher. Wir haben mittlerweile von 4 von 8 Viechern parallel noch angegriffen. Na schön. Jetzt macht nur noch Bum 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 bei mir. Ach, mein Traum. Manni Marco ist tot. Echt? Hat er einen Tod gewählt? Ja. Hast du keine Viecher im Hintern gehabt? Doch, ich habe aber heute Spüle genommen. Er ist tot. Er ist auch nicht tot. So. Uff. Gut. Manni, jetzt sei ja die Nase voll. Oh, guck mal, die Hand von oben. Ich hol das Amulett, das stimmt nicht.
So, du bist das, mein Freund. Denkt ihr wirklich, dass der Tod den mächtigsten da kommt eine große Hand und er schnappt ja, sich Marco. Marco. Tschüss. Übergang. Mein erster Schritt zu wahr. Werdet jetzt Zeuge meiner wahren Macht. Schaut zu, ich bin durch. Den Boden müssen eingedellt. Ihr denkt, ihr könnt den Herrn der Gewalt und unterdrücken, König. Ohne Konsequenzen. Oh, was passiert denn jetzt? Hab ich schon gesagt, guck nach oben. Ihr werdet für eure Arroganz bezahlen. Für alle Ewigkeit werdet muss das gerade mal durchscreenen. Das ist super gemacht, oder? Vor allem der Boden ist danach eingedellt. Und dann die Hände zum Himmel. Boden. Die Hände gehen zum Boden. Nur eine. Doll, also ich bin wieder in der Zuflucht, Genas. Könnt mich genau natürlich. Dolles Ding, ganz dolle Sache. Ich wollte mir noch einen hübschen Garten ein bisschen angucken. Naja, ich komme ja schon. Also ja. Naja, ist in Ordnung. Oh, mir fehlen immer noch 22%. Oh. Sei, ist nicht der Könige. Alle Handlungen da liegen 5 Bücher auf dem Tisch neben Lyris. Das ist ja, eine andere. Ganz normale. Aber ich habe noch nicht. Die erzählen deine Geschichte. Ja, das ist deine. Wenn man durchlässt. Hab ich nicht. Hab nur geguckt. Die Göttlichen gaben euch nicht ohne Grund eine Nase, Tarn. Dann könnt ihr den Mund halten und trotzdem atmen. Gut gespielt, Titanenkind. Gut gespielt. Ohne meine Zwielichtmaterialien hätte ich es aber nicht überlebt. Ich durch. Ohne meine Spülhände auch nicht. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Die habe ich zum Schluss noch benutzt. Aber ich hatte kurz davor ja schon den Helmut beschwört. Es gibt's doch nicht. Ich kann den Gegenstand nicht zerstören, das wäre was. Sehr. Du, also, geschafft, man das geschafft. Mal reinschreiben. Wie lange waren wir jetzt drin? Halbe Stunde? Weiß ich nicht. Ich muss in der Schnittermark noch zwei Quests machen. Ach, verdammt. Hä? Ach, Aquilarius. Ich es grad ist vollbracht. Das Amulett der gemacht? Könige gehört wieder uns. Das kann er nicht sein. Ja. Ihr habt einen Champion-Punkt erhalten. Der Ewigkeit ja. Teuer bezahlen. Man kann keine Intrige ja, gegen den Gott der Intrigen spinnen, weil ohne einen hohen meistens, Preis wenn du Quest abschließt, kriegst du ja... Ich kann mir die Qualen nicht weil ich habe nämlich jetzt auch einen Skill-Punkt erhalten. Nein, so Champion-Punkt. Muss ich ausruhen, ja, genau wie wir nicht Skill-Punkt. Wir können ich weiß. Abrang, bin Abrang. Dem Wissen, dass der ich König weiß. Der Würmer besiegt. Aber ich hatte eigentlich, 13%. Ich hatte eigentlich bloß 9000 von 400.000. Das habe ich eine Quest abgegeben, dann habe ich das Champion-Punkt gekriegt. Das ist das, was mich gerade etwas irritiert. All dies umsonst. Aber und meine Seele? Ich habe sogar 2 gekriegt. Ich habe es nicht vergessen, Enseel. Das ist nur ein weiteres Teil des Puzzles. Na gut, warum nicht? Und wir werden uns zur rechten Zeit. Ich finde jetzt noch 13%. Doch fürs Erste sollten wir uns ausruhen halt und uns erholen. Wie immer werde ich mich bald wieder bei euch melden. Möget ihr im Licht wandeln, Entseelter. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ach nee, war ein anderes Spiel, Entschuldigung. Ein Fertigkeitspunkt. Ja, das meinte ich doch. Boah, das heißt, er hat auch ein schönes Buttermesser. Mhm. Den Fähigkeitspunkt habe ich auch noch gekriegt. Rang 15 Magie, hey! Aber ich habe noch schön ein paar Champion-Punkte gekriegt. Jetzt kann ich Funkenschlag skillen, hey! Lohnt der Spruch? Ich fand ihn eigentlich ganz cool, ja. Andererseits weiß ich nicht, was ich daran opfern soll. Ich würde ihn, wenn nur in der zweiten Leiste drin haben. Weil das ist eigentlich ein Spell, um jemand hinterher zu rennen oder zu fliehen. Boah, ich hab ja das meiste schon in der zweiten Leiste. Seelenmagie Stufe 5. Todesstift mit Waffen haben eine Chance. Ja, warum meine ich nicht? Das könnte ich eigentlich mal skillen. Ich habe ein paar Punkte gekriegt. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehe ich. Also Asko braucht jetzt noch 22%, ne? 13. 13. Aber der Doc kann ja trotzdem nicht mit. Ah, doch. Warum nicht? Doch, kann er. Was muss ich denn jetzt machen? Oh. Dann können wir hier mal sagen: Genau, wir schneiden kurz. Ja. Asko macht ein Level up und dann machen wir weiter. Ja, gute Idee. Bis gleich. Bis gleich. Der Rat der 5 Gefährten. Yes, aber so, bis dahin habe ich ein Level up. Ich meine, ich habe ja gesagt, dann ist in der Quest das Level up.
Wir haben gerade festgestellt, dass wir genau jetzt auch schon den nächsten machen können. Ja, dann machen wir mal, ne? Genau. Machen wir mal. Ich muss mal einen Schluck Durst. Ich durste auch. Ich durste auch. So. Ah, oh, Kinders. Fertig. Ich bin mal kurz, ganz kurz ab. Ich habe noch Ladebild. Okay. Ich habe noch diesen grauhaarigen, weißäugigen. Jetzt nicht mehr. Ich kann Ihnen sagen, dass ihr noch eine Entscheidung treffen müsst. Ne. Spoiler. Eine schwerwiegende Entscheidung. Spoiler. Nein, ich habe nur gesagt, dass ihr eine treffen Spoiler. Müsst. Nein. Spoiler. Nein. Willst du einen Ring haben? Nein. Leben. Den habe ich auch bekommen. Lange eins. Ruhig. Nein. Nein. Willkommen zurück. Ich schick dir mal kurz was. Die Kunde von Manny Marcos dahin. Nee, dann schicke ich dir auch was. Wie ein Lauffeuer. Okay. Wie Würmer haben sich seine Anhänger tief in die Erde gegraben, um dem gleißenden Licht des kommenden Morgens. Ich schicke den ganzen Mist zurück. Warum habt ihr mich gerufen? Wie immer kommt ihr gleich zum Punkt. Aber ihr habt das Unmögliche möglich gemacht. Wie sieht's denn aus? Der König der Würmer wurde vom Zorn Molag Baals verschlungen. Die Macht seines Wurmkults. Drei Tage und ein und sieben. 8 Stunden. Doch Molag Baal ist nach wie vor eine Bedrohung und meine Seele habe ich auch noch nicht gefunden. Nee. So lautet die düstere Wahrheit in dieser Angelegenheit. Doch das Amulett der Könige befindet sich in unserem Besitz. Und es gibt noch viel zu tun. Oh, ja, das liegt nah. Und Zeise Hahn taktet mit dem Finger. Wie können wir sicher sein, dass Manny Marco wirklich tot ist? Im Schlaf höre ich seine gequälten Schreie und Molag Baal zwingt meinem Geist Visionen seiner ewigen Folter auf. Ich habe mir Herrn noch gar nicht was gesagt, was genau ich sehe, wenn ihr es so wünscht. Ihr seid sonst immer so schnell. Jetzt komme ich wenigstens dazu, den Text bald durchzulesen. Okay, dann lese den Text durch. Ja, die Vision gucke ich mir gleich an. Ich werde aber erstmal die Backbücher bearbeiten. Ist das nicht die Vision von ganz am Anfang? Wieso schickst du mir einen Ebenerz Schulterschutz? Den habe ich ja. So, das waren doch vier Sachen da drin. Die habe ich ja gesagt halt vorhin. Ich habe auch so sind, glaube ich, vergessen, Back hinzuschreiben. Du willst die Stäbe zurückhaben? Stäbe? Da war ein Schulterschutz dabei? Drei Stäbe und ein Schulterschutz. Huch. Huch. Ja, komm dann. Aber ich könnte dir auch noch was schicken. irgendwas schicken. Irgendwas. Ein bisschen Fleisch. Nee, lieber nicht. Ich muss mir dann demnächst mal wieder eine Rüstung herstellen. Eine neue. Weil ich habe meine immer noch Level 40. Die muss definitiv mal erweitert werden. Weiß ich schon gar nicht mehr, was sie spielen soll. So, wieder da. Sorry. Ich musste den Hund ausfringen. Den Hund ausfringen? Mhm. So, soll ich mir das jetzt anhören? Willkommen zurück. Wie immer kommt ihr. Diesmal so lautet die. Im Schlaf höre ich seine gequälten Schreie. Und Molag Baal zwingt meinem Geist Visionen. Ach, die Vision würde ich schon gerne sehen. Auf. Ich kann euch zeigen, was genau ich sehe, wenn ihr es so wünscht. Ich wünsche es so. Können wir schon mal angucken? Ja, okay, doch, die kann man angucken. Na dann, zeig mir die Vision. Genau, dann machen wir. Gucken wir mal an hier. Huch. Nö, jetzt bin ich ja wieder hier. Seht das Schicksal des Königs der Würmer. Es war ein Missverständnis. Lasst mich meine Treue beweisen. Genug, ich flehe euch an. Manny Marcos Qual wird unendlich sein. Der Gott der Intrigen wird ihn benutzen, um ein Exempel zu statuieren. Alle, die ihm folgen, werden wissen, dass man den größten aller Betrüger nicht ertrügen kann. Trotz allem, was er getan hat, tut er mir leid. Aber deshalb wurdet ihr nicht hierher gerufen, Entseelter. Kommt. Zeissa Hahn möchte zuerst mit euch sprechen. Ah, das war's ja schon. Gut.